Käme es im Zuge der Corona-Pandemie zu einer Überlastung des Gesundheitssystems, würden Ärzte vielfach vor die Frage gestellt, wer darf überleben und wer nicht. Im ersten Teil haben wir das Corona-Dilemma aus der Perspektive des Strafrechts beleuchtet. In diesem Teil geht es um den katastrophenmedizinrechtlichen Blickwinkel und damit um das Thema infektionsschutzrechtliche Triage. Der Begriff Triage kommt aus dem Französischen und heißt so viel wie Auslesen. Dass wir uns hier mit einem Verfahren zum Auslesen von Menschenleben befassen, mag zwar makaber klingen. Bei einem Massenanfall schwerkranker Corona-Patienten führt aber kein Weg an der Festlegung von Behandlungsprioritäten vorbei. Angesichts der Grundrechtsrelevanz braucht es unbedingt eine gesetzlich normierte Prioritätensetzung, die bis dato leider fehlt. Denkbar wäre ein Vorgehen nach Kategorien. Der ersten Kategorie könnte man diejenigen Kranken zuordnen, die aufgrund einer unmittelbaren vitalen Bedrohung eine sofortige intensivmedizinische Behandlung benötigen. In die zweite Kategorie ließen sich Patienten eingruppieren, die zwar auch schwer krank sind, bei denen aber ein Aufschieben der Behandlung möglich ist. Darauf folgt die dritte Kategorie, in die Leichtkranke gehören, deren Behandlung mithin hintangestellt werden kann. Schließlich gäbe es noch die vierte Kategorie, in welche sich, entgegen der medizinischen Dringlichkeit, die hoffnungslosen Fälle einsortieren ließen, bei denen ein Überleben also sehr unwahrscheinlich ist. Diesen Patienten käme dann nur palliative und seelsorgerische Hilfe zuteil. Mit Blick auf den Gleichheitssatz aus Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz sind diese Kategorien grundrechtlich durchaus problematisch. Eigentlich müsste jeder Corona-Patient die Behandlung bekommen, die der Krankenbettnachbar auch bekommt. In einer Katastrophensituation ließe sich eine Gleichbehandlung aber nur erreichen, wenn niemand behandelt würde. Das wäre aber sinnlos. Die gerade vorgeschlagene Kategorienbildung basiert auf der sogenannten Maximierungsformel. Indem man die scheinbar aussichtslosen Fälle der vierten Kategorie zuschlägt, wird sich bemüht, die größtmögliche Zahl an Menschenleben zu retten. Ein utilitaristischer Ansatz, dem man durchaus vorwerfen könnte, den einzelnen Menschen zum bloßen Quantum einer Gewinn-Verlust-Rechnung zu degradieren. Das ist auch verfassungsrechtlich bedenklich, da Menschenleben eigentlich nicht gegeneinander abgewogen werden dürfen. Allerdings muss man ebenso sehen, dass nur eine solche Verteilung der knappen Ressourcen den Lebensschutz bestmöglich umsetzen kann. Die Kategorienbildung, orientiert am Dringlichkeitskriterium und der Maximierungsformel, bringt uns wieder einmal nicht weiter, wenn zwei Patienten gleichermaßen gefährdet sind. Hier Kriterien zu finden, ist verdammt schwierig. Sinnvoll erscheint es, dem Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz Kriterien zu nehmen, die gerade nicht herangezogen werden dürfen. Demnach darf der Arzt seine Auswahlentscheidung nicht am Geschlecht, der Abstammung, Rasse, Sprache, Heimat, Herkunft, Glauben, den religiösen oder politischen Anschauungen oder einer Behinderung ausrichten. Etwas problematischer ist die Frage, ob das Alter zu einem tauglichen Entscheidungskriterium erhoben werden dürfte. Das Bundesverfassungsgericht hat allerdings zu dem ehemaligen § 14 Absatz 3 Luftsicherheitsgesetz Folgendes ausgeführt. Menschliches Leben und menschliche Würde genießen ohne Rücksicht auf die Dauer der physischen Existenz des einzelnen Menschen gleichen verfassungsrechtlichen Schutz. Deswegen kann auch das Alter kein Kriterium sein. Ebenso darf der soziale Status keine Rolle spielen. Mit Blick auf die Maximierungsformel könnte eine Triage-Regelung aber eventuell vorsehen, dass ein ärztlicher Patient vorzuziehen ist. Im Falle einer Genesung könnte er nämlich seinerseits Leben retten. Ansonsten bliebe wohl nur der gedankliche Münzwurf. Abschließend lässt sich insoweit festhalten, dass eine Triage-Regelung eine Kategorisierung vorsehen könnte, die auf dem Dringlichkeitskriterium und dem Maximierungsgebot basiert. Außerdem bräuchte es einen an Artikel 3 Grundgesetz angelehnten Negativkatalog, der eine Diskriminierung bei gleich großer Gefährdung verhindert. Bleibt gesund!